Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Detroit Become Human. Wir stehen hier im Büro der Polizei und der liebe Hank Anderson hat nicht so viel Bock drauf, mit diesem wetten Androiden hier zusammenzuarbeiten. Dem Connor, der beste Android, den es gibt. Und ja, jetzt können wir verständlich, pragmatisch oder konstruktiv sein. Probieren wir es mit konstruktiv. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Er hat keinen Bock. Bleiben wir positiv. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Er sagt einfach nochmal das Gleiche. So, machen wir was mit dem Schreibtisch. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Gut. Dann gucken wir mal, was ich da so für einen schönen Tisch bekomme. Ich setze mich mal hin. Oh, Hank hat Freude. Da kannst du den ganzen Tag meine Androidenfratze angucken. Frag mich was über seinen Hund. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Fragen wir ihn über Basketball. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Ja, dann kam was dazwischen. So, dann fragen wir ihn über Fowler. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. So, dann fangen wir mit der Arbeit an. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Er hat ja richtig Bock. So, da wird einer vermisst. Gordon Lopez ist das Opfer. Der Kläger berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Dann haben wir hier noch Verdächtiger. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 Nummer 234 777 821 angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Dogs in 842 Chamberlain Avenue arbeitete. Angegriffen. Vermisst. Vernichtet. Wir scannen einfach alle Akten. Oh. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ja, jetzt musst du arbeiten, mein Freund. Wir bleiben professionell. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Geht nicht. Wir bleiben entschlossen. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe.
Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Die werden am Ende sicher noch beste Freunde. So, 64% abgeschlossen. Kenne deinen Partner. Hank ist sauer. Tja. Hank hat eine Spur. 3% haben das nicht geschafft. Nur 73% sind ins Büro gefolgt. Okay. Ja. Machen wir weiter. Das Ravendale District. 6. November 2038. 10.25 Uhr. Wir sind zurück bei Kara und Alice. Stehen wir auf. Feuer neu entfachen, machen wir. Na dann, machen Feuer. Na, das hat ja viel gebracht. Finde etwas Holz. Kann ich einfach den Tisch nehmen? Detroit Today, Cyber Wildlife. Erster Androiden-Zoo wird eröffnet. 91 Jahren ist die Lebenserwartung, okay. Ja, mal das nächste Thema. Kanada noch androidenfreie Zone. Ja, die machen es richtig. So, wir nehmen das Holz hier. Und machen das Feuer. So, warte bis Alice aufwacht. Ne, wir warten gar nicht. Wir wecken sie. Du schläfst nicht weiter. Wir müssen ein Haus finden. Okay, sie schläft weiter. Ja, gut. Kann man da dran spielen? Kann man nicht. Mal kritzelt er immer noch seine Logos hier rein? Nein. Oder nicht? Immer das Gleiche. Okay, da können wir nicht rein. Analysieren wir. Oh, da haben wir was. Okay. Nichts Interessantes. RA9. Was auch immer das heißen soll. Dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Ändere dein Aussehen. Finde neue Kleidung. Okay. Dann müssen wir von Ralph Kleider stehlen. Gucken wir mal hier. Ah, ein Schrank. Ein Kleiderschrank. Mit oder ohne Kleider? Mit Kleidern. Aber wahrscheinlich nichts für Damenkleidung. Doch. Jetzt musst du nur noch... Oh, du siehst aus wie eine Pennerin, aber egal. Schneide die Haare. Warum? Wieso die Haare schneiden? Hier drin ist nichts. Ja gut, das müssen wir wahrscheinlich im Badezimmer machen. Ja. Ist garantiert, wie es der Zufall so will, eine Schere. Ganz genau. Dann schneid mal die Haare.
Komm. Ja. Naja, weiter, weiter. Oh. Perfekt, hat sie die Haare geschnitten. Wähle eine neue Haarfarbe. Wir nehmen blond, komm. Wie sieht's mit weiß aus? Oh ne, schwarz? Ah, blond passt am besten. Also zu Kara passt blond am besten. So, und das nimmt sie jetzt raus, so wie es aussieht. Jetzt ist sie kein Android mehr. Oder? Oder müssen wir es nochmal machen? Okay. Und tschüss. Dein Leben als Androide ist fertig. Gut, kehre zu Alice zurück. Wo ist denn der Ralph? Das wär's erstmal. Sie können gehen. Oh. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Schon 2:30 Uhr. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Abweichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Da hast du recht, mein Freund. Vielleicht. Ups, das war mein Stuhl, Entschuldigung. Ralph hat was zu essen für das Kind. Ist gut für sie. Ein Geschenk. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz dich. Wir müssen ablehnen, mein Freund. Das ist sehr nett von dir, Ralph. Aber wir müssen los. Los? Nein, ihr geht erst, wenn das Mädchen gegessen hat. Wir essen zusammen, wie eine Familie. Der Vater, die Mutter und das kleine Kind. Nein. Wir müssen das ablehnen. Nein, Ralph. Wir gehen jetzt. Komm her, Alice. Das Mädchen geht nirgendwo hin. Also, wir erklären ihm das Ganze. Menschen essen sowas nicht, Ralph. Falsch! Menschen essen tote Tiere. Ich weiß das. Wir tun auf besorgt. Du wirst dir nicht wehtun, oder? Wir sind Freunde. Richtig? Nein, Ralph will dem kleinen Mädchen nicht wehtun. Er will nur, dass es ist. Das alles. Ja, da müssen wir zustimmen. Okay. Wir essen zusammen. Wie eine Familie. Schon besser? Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Toll. Jetzt machst du das im Kamin. Das wird ganz toll. Sag mal, willst du mich verarschen? Köstlich. Oh ja, köstlich. Köstlich.
Vater, Mutter, kleines Kind. Bitte, Carl. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Ja, wir lügen. Sie sagte, es sieht lecker aus. Sie ist sehr hungrig. Der kleine Mensch wird es nicht bereuen. Ralph fängt den besten, den größten, der da war. Das wird ein köstliches Mahl. Köstlich. Mach schon. Iss. Mach doch endlich! Komm! Wir werden jetzt aufstehen und von hier weggehen, Ralph. Nein. Doch. Nein, ihr werdet nicht gehen. Doch. Nicht bis Ralph es erlaubt. Doch. Komm, wir gehen mit der Familienschiene. Du sagtest, es soll wie in einer Familie sein, Ralph. Vater, Mutter, kleine Tochter, oder? Ein Vater würde sein kleines Mädchen niemals mit einem Messer zum Essen zwingen. Da hat sie recht. Ralph hat sich Mühe gegeben. Deshalb wollte er, dass das kleine Mädchen isst. Ralph ist nicht böse, nein. Nicht böse. Dann lass uns gehen. Jemand zu Hause? Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Und jetzt spielen wir wieder Connor. Untersuche die Abweichlerspur. Ah, hier, so. Nee? Dann gehen wir mal zum Haus. Jetzt wird er dann sicher von Ralph angegriffen. Kann man reingucken hier? Oh, er hat Ralph gesehen. Na dann, machen wir auf das Ding. Und scanne den Androiden. Zuerst scannen. So, der erste Hinweis, das Auge. Ein Gärtner war das. Okay, dann hier die Spuren an der Wange. Brandfleck, irreversibler Hautschaden, mögliche Ursachen, extreme Hitze. Dann sicher noch der Mund. Nee, das Ohr vielleicht. Oder die Frisur. Auch nicht. Ah, doch, die Frisur. Ah nee, das Ding da. Prozessor-LED, Hinweise auf Software-Instabilität, Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung, Mittel. Okay. Beschwichtigen wir ihn? Hab keine Angst. Ich will dir nichts tun. Fragen wir über den Abweichler. Sind hier noch andere Androiden? Andere Androiden? Nein. Ralph ist allein. Dann fragen wir über den AX-400 mal nach. Ich suche nach einer AX-400. Hast du sie gesehen? Ralph sah niemanden. Und dann fragen wir noch, ja, dann bleibt nur noch das blaue Blut. Am Zaun klebt blaues Blut. Ich weiß, dass noch ein anderer Android hier war. Ralph hat sich da aufgeschraubt. Das ist Ralphs Blut. Okay. Na dann.
Das perfekte Werkzeug, um einen Zaun durchzuschneiden. Ja. Das Stresslevel geht ein bisschen runter. Androiden brauchen keine Wärme. Tisch gedeckt für drei. Essen? Androiden essen nicht. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Was kann man hier scannen? Nichts. Connor, was zur Hölle machst du da drin? Halt dein Maul. Das Stresslevel ist ein bisschen höher. Dann gehen wir nach oben. Ist jemand da oben? Nein. Niemand. Android sagt die Wahrheit. Ah, wo sind sie denn hin? Vielleicht sind sie hier hinten versteckt. Na hoppala. Connor, was ist hier los? Sie ist hier! Melden Sie das! Wo ist sie hingelaufen? Da lang, sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Na dann hinterher! Ich bin aber eigentlich... Wen mag ich mehr, Kara oder Connor? Eigentlich schon Connor. Egal, wir müssen jetzt die Kara schnappen. Sie sind da drüben! Na, let's go! Kannst du da drüber springen, Connor? Nicht schießen! Wir brauchen sie lebendig! Danger! Oh, jetzt gehen sie auf die Autobahn. Das ist nicht gut. Verdammt! Wahnsinn! Na gut, geht! Los, los! Holy shit! Jetzt muss ich drücken! X! Ah. Hey, wo holst du hin? Sie dürfen nicht entkommen! Werden Sie nicht! Sie schaffen es nie auf die andere Seite! Das Risiko nicht eingehen! Hey, du bringst dich doch um! Du verfolgst sie nicht, Connor! Das ist ein Befehl! Ja, aufgeben! Wir bleiben... ich hab das Wort vergessen. Okay. Weiter geht's, komm. Komm, Mädchen. Du auch. Boah. Guter Android. Da guck dir, hä? Bist du okay? Jetzt werden sie dann geschnappt wahrscheinlich. Da guckst du, Connor, hä? Das war die Frauenpower. Auf der Flucht 36% abgeschlossen. Das war eine lange Mission. Kara und Alice haben andere Seite erreicht. So. Okay, gucken wir mal. 43% haben sich die Haare schneiden und färben lassen. 12% haben blond genommen. Polizei trifft ein bei 43% von allen. Ralph möchte eine Familienmahlzeit. Abgelehnt haben 15%. Wenn ich es wahrscheinlich von Anfang an angenommen hätte, wären wir vielleicht entkommen.
von Connor gestört, er untersucht das Haus. Besetzer-Android bleibt still. Bei 32% nur. Küche überprüfen, Kamin untersuchen, ja. Unter der Treppe nachsehen. Besetzer-Android greift Connor an. So, Connor folgt Kara, 70%. 30% haben das einfach nicht gemacht. Zu ihrer letzten bekannten Position rennen. Zaun rechtzeitig erreichen, haben 66%. Kara und Alice erreichen Mittelstreifen. Da hat es bei einigen schon gescheitert. Kara und Alice erreichen die andere Seite, haben nicht viele geschafft. Connor gehorcht Hank, haben auch nicht viele gemacht. Okay, Kara und Alice haben andere Seite erreicht. Ja, sieht doch gut aus. So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wünsche ich euch noch einen wunderprächtigen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.